wir haben noch ein paar schöne Autos hier und ich werde euch gleich mal erzählen, was demnächst alles passiert. Und da stehen nicht mehr nur die Autos im Mittelpunkt, sondern vor allen Dingen die hübschen vier Beine, die wir hier oben auf der Bühne sehen. Denn es geht ungefähr um 19 Uhr hier los mit dem Sexy Car Wash, was natürlich immer gerne genommen wird. Ja, ihr kennt es, ja, da darf fotografiert und die Zunge rausgesteckt werden, ohne Ende, dass die Laube glänzt. Es ist ein 64er Chevrolet Impala, ebenfalls sehr, sehr gerne genommen, um hier so eine Lowrider-Geschichte draus zu bauen. Die Jungs sind immer toll hinterher gewesen, hinter diesem Fahrzeug. Und wir wollen doch mal gucken, was es damit auf sich hat. Ja, eins sage ich euch. Als das erste Mal diese Lowrider-Szene kam, da sprach ja noch gar keiner von diesem Extremsport, so mit einem Meter in die Luft springen und so weiter, sondern man hatte tatsächlich das, was unser Kumpel sagte, da mit dem gelben 62er Chevy, man hatte tatsächlich nur seine Autos zum Zeigen da, die besonders veredelt waren mit besonders tollen Stoffen, manchmal sogar Plüsch ohne Ende und Flocati-Teppichen und weiß der Kuckuck was, mit verchromten Bremsscheiben teilweise oder verchromten Bremstrommeln, mit allen möglichen putzigen Geschichten so veredelt, dass man im Grunde genommen das gar nicht mehr begreifen konnte, was die Jungs damit machen. Und es hat sich beides durchgesetzt. Das eine gut für die Straße, ein bisschen rauf und runter, wie wir es hier so sehen. Auf der anderen Seite das Extreme, wo man nicht auf Schönheit geht, sondern wo diese Modelle eigentlich nur rumspringen, wie die Zappelfilippe und natürlich ständig irgendwas kaputt geht. Das gehört dazu, aber das Publikum liebt es, wir wissen es. So, aber jetzt wollen wir noch mal gucken, was wir hier haben. Jetzt sprechen wir erst mit unserem Freund. Komm mal ein bisschen weiter nach vorne, damit man dich besser sieht. Sag, was auch schnell wieder heißt. Christian Pogea. Sag mal, wir haben viel über Lowrider heute gesehen, gehört, auch so ein paar verschiedene Sachen hier schon in Aktion gesehen, muss man sagen. Seit wann hast du dieses Auto? Letzten Monat 5 Jahre. Das ist eine Zeit. Das ist eine Zeit. Es ist immer noch so reizvoll, macht es immer noch so viel Spaß? Ja, klar. Immer. Aber du bist eben nur für das sanfte Rauf- und Abgleiten, also nicht jetzt im Grunde genommen für dieses Rumspringen, das alles Mögliche abbrechen kann, dass irgendwas passieren kann. Vor 3 Jahren war ich auch hier, da ist mir hinten an der Achse was abgebrochen. Also warst du ein bisschen zu wild? Ja, manchmal. Manchmal überkommt es einem, nicht? So ist das dann. Da kann man dann nicht an sich halten. So kennt man das nach dem Motto. Mensch ist Kind. Wie hat das bei dir mit diesem Lowrider-Virus angefangen? Irgendwas mal gesehen früher, dass das die Chicanos gemacht haben? Oder ist das einfach hier in Deutschland übergesprungen? Na, im Prinzip bin ich mit 16, habe ich mir so Musikvideos angeschaut und Eazy-E hat da so einen genau denselben gehabt und da habe ich mir gedacht, sowas brauche ich auch mal. Ach was, und dann irgendwann ging es tatsächlich los. Mittlerweile ist es ja schwer, diese Modelle überhaupt zu finden, muss man sagen, denn die Chevys 62 bis 65 oder als Coupés speziell, also das ist schon ein Thema, sowas zu finden, weil sie einfach in der Szene ganz gut gebraucht wurden, ne, in der Vergangenheit. War dein Auto denn schon als Lowrider umgebaut oder war das noch ein ganz normales, klassisches Coupé? Also der hatte schon eine Lowrider-Hydraulik drin, aber davon ist jetzt nicht mehr viel drin. Ich habe alles umgebaut, weil das war alles ziemlich schlecht und so wie es halt die Amis so machen. Ja man hört es ja immer wieder. Ja, es ist teilweise ist es ja furchtbar. Muss man eine Lampe kaufen von aus Amerika. Was meinst du? Das ist verkabelt mit Leukoplast zusammengeklebt und so weiter. Also die machen schon harte Sachen. Ich habe mich auch früher mal gewundert, warum wird nicht gleich geschweißt? Warum wird immer mit Polyester gearbeitet? Ne? Das liegt daran, weil es keiner kann. Ha, das ist der Witz. Ja, das ist der Witz. Das ist wirklich der Witz. Ich habe es nicht begriffen. Das ist wieder. Also, dieser wunderschöne 64er Chevy, der klassische Lowrider, schlechthin, hat hier natürlich auch wieder damit geglänzt und es ist der dritte Preis Lowrider hier an diesem Wochenende.
Dafür gibt's natürlich wieder einen anständigen Applaus von euch und einen Pokal von uns. Das sind ja die originalen Lowrider, die sehen ja so aus. So sind sie damals von den Chicanos in den südlichen US-Staaten überhaupt aufgebaut worden und am liebsten natürlich diese Chevrolet-Modelle. Das, was sich mittlerweile daraus ergeben hat, also diese springenden Wahnsinnsautos, diese Extremteile, ist ja im Grunde ganz was anderes. Das ist der Hammer der Saison, natürlich immer wieder atemberaubend, aber das hat eigentlich mit diesen restaurierten, gemachten Autos eigentlich gar nichts zu tun. Das wissen wir ja auch.